Gibt es etwas, worüber Sie sich Sorgen machen müssen? Alle Vorstellungsgespräche wurden abgesagt. Wolfgang Petri hat seit Jahren keine Interviews mehr gegeben eigentlich. Für sein neues Album wollte der Musiker aber noch einmal die Trommel schlagen und auch Interviews führen, wenn auch nur schriftlich. Doch die wurden laut Schlager nun überraschend abgesagt. Da auch keine Auftritte geplant sind, haben die Wolle-Fans nichts als neue Musik. Allerdings stellt sich eine Frage, warum will Wolfgang Petri Fragen zu seinem Album nicht schriftlich beantworten? Oder kann er nicht? Der 71-Jährige hat in der Vergangenheit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er soll vor Jahren erhöhte Cholesterinwerte gehabt haben. Auch ein Auftritt aus dem Jahr 2018 sorgte für Aufregung. Damals hat Wolfgang Petri einen überraschenden Auftritt bei einer Aufführung seines Musicals «Wahnsinn» in Berlin und präsentiert seinen gleichnamigen Hit, den wir alle mitsingen können, doch der Schlagerstar vergaß seinen Text auf der Bühne. Danach kursierten immer wieder Demenzgerüchte. Setzt Wolfgang Petri seiner Gesundheit wieder einen Strich durch die Rechnung? Unklar, es gibt keinen wirklichen Grund für die abgesagten Interviews. Allerdings möchte das Schlagerportal aus dem Umfeld des Schlagerstars erfahren haben, dass er seine Meinung kurzfristig geändert haben soll. Meine Platte ist beschreibbar. Aber ich gebe keine Interviews mehr.